Karin Greiner von der SPÖ war als Nächste am Wort. Kolleginnen und Kollegen, ich beziehe mich auch auf das Österreichische Zentrum für Begabtenförderung und Begabungsforschung, kurz ÖZPF. Was ist das? Das ist eine bundesweite Institution zur Entwicklung der Begabungs- und Exzellenzförderung und unterstützt Personen, Institutionen und Initiativen, die Begabungen fördern. Das Zentrum vertritt einen ganzheitlichen und systemischen Ansatz der Begabungsförderung, das heißt einen Ansatz, der alle Bildungsorte umfasst. Das heißt Kindergarten, Schule, Gemeinde, Wirtschaft, Universitäten. Die pädagogischen Hochschulen spielen hier eine zentrale Rolle und ich möchte auch die besondere Rolle der Uni Graz ansprechen, wo es seit 2015 eine Professur dazu gibt. Die dortigen Forschungsergebnisse werden an die pädagogischen Hochschulen weitergegeben und in die Ausbildung der Pädagoginnen und Pädagogen integriert. Wie setzt man Begabungsförderung möglichst früh um? Zum Beispiel durch das Pilotprojekt BERG. Das steht für Begabungsentwicklung in Region und Gemeinde. Da ist die Gemeinde als Träger von Bildungsinstitutionen und als Förderort angesprochen. Und wir sprechen da österreichweit von einem Potenzial von 200.000 Personen. Dieses Potenzial verdient bestmögliche Förderung. Bestmögliche Förderung verdienen aber alle Schülerinnen und Schüler. Und da denke ich an gut ausgestattete Ganztagesschulen. Und ich darf erinnern, 750 Millionen Euro aus der Bankenabgabe fließen direkt in den Ausbau der Ganztagesschulen. Das sind Investitionen für einen gerechten Zugang zu Bildung. Sehr geehrte Damen und Herren, der Rechnungshof hat im vorliegenden Bericht die fehlende Strategie in der Begabtenförderung kritisiert. Bildungsministerin Sonja Hammerschmidt hat ein klares Bekenntnis zur Begabtenförderung abgelegt und auf das Weißbuch zur Exzellenz- und Begabtenförderung verwiesen. Und ich halte fest, dass das Bildungsministerium gerade dabei ist, die Begabtenförderung neu zu strukturieren. Was soll konkret verbessert werden? Die Kooperation aller Akteure. Das ÖZPF wird verstärkt projektorientiert und auf Basis eines ganz klaren Förderauftrages finanziert werden. Danke sehr. Argumentierte Karin Greiner von der SPÖ bei der gestrigen Nationalratssitzung.